Ich sehe in der Community immer wieder Leute, die sich über die Kämpfe in One Piece beschweren, dass es viel zu wenige gibt und generell One Piece gar keinen Wert auf Kämpfe legt, sondern nur auf Story. Dann wiederum gibt es aber auch die andere Partei, die immer wieder sagt, One Piece ist kein gewöhnlicher Shonen, das ist jetzt nichts für Kinder, wir wollen unbedingt die Story sehen, wir wollen generell nur spannende Sachen haben und Dialog, wir wollen Sachen herausfinden, Geheimnisse sind wichtiger als Kämpfe. Ich bin natürlich jemand, der findet ein gutes Gleichgewicht ganz okay und ich denke, Wano Kuni hat bewiesen, dass es auch gute Kämpfe geben kann. Der Kampf gegen Kaido wird ja sehr interessant, Freunde, und ich denke, dass wir hier auf jeden Fall sehr viel Action haben werden. Ich hoffe auf insgesamt 10 Kapitel Kampf und ich denke, das werden wir auch bekommen und das wird auch sehr actionreich und die ganzen Leute, die halt Kämpfe sich wünschen, die werden hier auf jeden Fall zufriedengestellt. Heute geht es deshalb um Offscreen-Kämpfe, die Eiichiro Oda uns nicht gezeigt hat. Ich habe mir ein paar rausgesucht, die wirklich sehr geheimnisvoll sind. Wir wissen noch nicht ganz genau, was für eine Wirkung sie auf die ganze Welt hatten und einige von euch wissen es auch nicht. Und deshalb fangen wir sofort an mit dem ersten Kampf und zwar die Blackbeard-Piratenbande hat einen Rachefeldzug gegen die restliche White-Piratenbande gestartet. Und ihr denkt euch jetzt, warum macht er überhaupt sowas? Er musste es tun. Er musste beweisen, dass er in der Lage dazu ist, ein Kaiser zu werden. Und die fünf Weisen haben ja schon im Endeffekt gesagt gehabt, dass die Whitebeard Piratenbande auch ohne Whitebeard als Kaisercrew mitgezählt wird. Und nachdem dann Whitebeard tot war, hat Blackbeard das ganze Territorium von Whitebeard eingenommen und am Ende sogar noch auf der Insel Sphinx einen Kampf herausgefordert gegen Marco und Co. und diesen Kampf gewonnen. Und das war der ausschlaggebende Grund dafür, dass Blackbeard überhaupt zu einem Kaiser wurde. Und einige verstehen das Ganze immer noch nicht und denken, es ist so einfach, Kaiser zu werden. Und Ruffy und Co. können einfach mal so, wenn sie einen Kaiser besiegen, sofort seinen Posten erhalten. Aber leider ist es nicht so einfach, Freunde. Das Ganze hat territoriale Bedeutungen, also man muss ein ganzes Territorium besitzen, um überhaupt den Kaisertitel zu bekommen. Ruffy hat so langsam das Potenzial dazu, ein Kaiser zu werden, weil er hat ja zum Beispiel die Fischmenscheninsel auf seiner Seite, höchstwahrscheinlich bald auch Amazon Lily, weil die Insel unter Ruffy Schutz stehen wird, weil Boa Hancock sagen wird, okay, Ruffy beschützt diese Insel. Er wird ja eh in der Presse als Kaiser gefeiert und ich werde ihn später heiraten, deshalb wäre es meiner Meinung nach sehr logisch und auch viele andere Inseln, die Ruffy bisher bereist hat, werden höchstwahrscheinlich zum Territorium von Ruffy gehören, deshalb könnte er eventuell zu einem Kaiser werden, aber ich wollte mit diesem Beispiel nur zeigen, dass es viel schwieriger ist, als ihr alle glaubt, ein Kaiser wirklich schlussendlich zu werden. Ich denke, ihr alle kennt die Diskussionen rund um das Thema, ob ein Admiral stärker ist als ein Kaiser. Einige glauben sogar, dass man 3 Admirale braucht, um einen Kaiser zu besiegen. Ich meine, da hat einer auf jeden Fall Marineford nicht gesehen. Ich meine, was hat Akainu mit Whitebeard nur angestellt? Und zwar will ich über einen Kampf sprechen zwischen 2 Admirälen, Leute, und zwar Akainu und Kusan. Nachdem Marineford sozusagen beendet war, gab es die Diskussion, wer der nächste Großadmiral wird. Sengoku hat Kusan vorgeschlagen, weil dieser sozusagen ein reines Herz hat und höchstwahrscheinlich für die Marine sehr gute Entscheidungen treffen würde, aber die 5 Weisen und natürlich auch der Oberbefehlshaber Im-sama wollten halt, dass Akainu der Großadmiral wird, weil er konsequent ist und die absolute Gerechtigkeit verfolgt und natürlich niemals ein Auge zudrücken wird, egal was passiert und er wird natürlich dann auch nicht zulassen, dass jemand, der die Weltregierung kritisiert und sogar Recht hat, irgendwie sein Ding durchzieht, nein, er wird ihn sofort von der Marine verbannen und in Impel Down einsperren und genau deshalb wollte man Akainu haben, deshalb haben die beiden sich Pankasa duelliert und Leute, ganz im Ernst, der Kampf hat 10 Tage gedauert und sie waren am Ende. Kusan war schlussendlich der besiegt wurde, aber man muss hier an der Stelle sagen, Kusan hatte auch einen großen Nachteil. Es ist aber so, Leute, dieser Kampf hatte einen großen Effekt auf die Welt, dadurch, dass halt Akainu Großadmiral geworden ist, die Marine wurde viel radikaler. Man muss jetzt aber noch eine Sache sagen, dass Kusan halt jetzt bei der Blackbeard Piratenbande ist und die Blackbeard Piratenbande für die Welt eine sehr große Gefahr darstellt. Jetzt entsteht natürlich die Theorie, hat vielleicht dieser Kampf zwischen Akainu und Kusan extra stattgefunden? War das eventuell eine Strategie der Marine, wodurch man hier sagen kann, dass vielleicht Kusan immer noch bei der Marine ist, aber vielleicht in der SWAT-Einheit und die SWAT-Einheit ist unter der Marine bekannt und man wollte, dass die Leute denken, dass Kusan sozusagen hier der Feind der Marine geworden ist und jetzt nichts mehr mit ihnen zu tun hat und das aus dem Grund, dass man halt sieht, okay, Bro, der hat wirklich Körperteile verloren.
Figuren. Es war ein intensiver Kampf, also kann man jetzt hier nicht glauben, dass es fake ist. Und jetzt hat er sich bei Blackbeard eingeschlossen und könnte hier eventuell im finalen Krieg, oder wenn es mal drauf ankommt, dass Blackbeard gerade dabei ist, irgendwas Krasses zu tun, irgendwie einen Schritt machen und ihn aufhalten, weil er ist zumindest ein Admiral und stark genug, einen Kaiser hier die Stirn zu bieten. Aber Leute, im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kusan der Marine den Rücken gekehrt hat. Er ist zumindest immer noch bei den SWORD und kein Mitglied der Blackbeard Piratenbande, was einige glauben mögen. Auf God Valley, dem Tal der Götter, hat eines der größten Kriege in der Geschichte von One Piece stattgefunden. Und zwar gab es eine Person namens Roxy Sebek, die wirklich sehr Großes vorhatte. Er wollte einfach der König der Welt werden. Also nicht der König der Piraten, sondern einfach die komplette Welt beherrschen. Genauso wie Imsama es tut. Er wollte also das komplette System ausschalten, die Tenryubitos alle umbringen und natürlich schlussendlich auch die fünf Weisen. Und das war natürlich sein Plan. Deshalb war er auf God Valley. Höchstwahrscheinlich war God Valley früher die Heimat der Tenryubitos. Dann, nachdem sowas passiert ist, haben die Tenryubitos sich gedacht, wir müssen nach Mary Joa. Ansonsten sind wir hier nicht sicher. Wer weiß, wann sowas nochmal passiert. Aber es waren da Gott sei Dank die Marine anwesend und natürlich auch die Gold Roger Piraten. Und der Hauptkampf in diesem Krieg war Monkey D. Garp und Gold Roger gegen Roxy Sebek. Und dieser Kampf war nur dafür da, die Tenryubitos zu beschützen. Und viele fragen sich, warum überhaupt Gold Roger die Tenryubitos beschützen will. Warum zum Beispiel Shanks auf der Seite der Gorosei war und mit ihnen geredet hat. Aber ihr müsst euch eine Sache überlegen, meine Freunde. Viele glauben halt, dass die Weltregierung ganz gut ist. Und Roger hat es, denke ich mal, auch in gewisser Weise so geglaubt und wollte nicht, dass jemand wie Roxy Sebek über die Welt herrscht. Und deshalb hat er sich auf die Seite der Tenryubitos gestellt und hat versucht, sie zu beschützen. Weil was hätte es denn gebracht, wenn Roxy Sebek an die Macht kommt? Ich denke mal, alles wäre viel schlimmer geworden. Die Welt wäre in Finsternis gesetzt worden. Und genau deshalb hat hier auch Roger sein Ding getan, irgendwas dazu beigetragen, dass die Welt noch so bleibt, wie sie ist. Er will natürlich die Welt komplett vor allem Hass befreien und auch natürlich vor Imsama befreien, und das hat er dann auch später auf Lovetail erfahren. Aber ich denke, zu dem Zeitpunkt hat er einfach gewusst, dass Roxy Sebek viel schlimmer ist als Imsama und deshalb sich auf die Seite von Garp getan, um Sebek zu besiegen. Er könnte sich natürlich auch mit Sebek zusammentun, wie es zum Beispiel Big Mom, Chiki und Co. gemacht haben, aber er hat sich geweigert und sie haben es geschafft, Roxy Sebek zu besiegen. Anscheinend soll Sebek damals gestorben sein, was ich mir aber nicht so wirklich vorstellen kann. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass dieser Charakter überlebt hat und vielleicht sogar wirklich aktuell der König der Welt ist. Es wäre einfach viel zu episch zu sehen, dass solch eine Legende noch überlebt hat und Ruffys Endgegner wird. Der Effekt dieses Kampfes war, dass God Valley komplett ausgelöscht wurde, die Geschichte auch ausgelöscht wurde, also es gibt nur noch sehr wenige, die sich daran erinnern, und ich denke, die Weltregierung wurde auch sehr viel vorsichtiger. Das Dreimachtsystem wurde etwas in Betracht gezogen und ich denke, das war so der Zeitpunkt, wo sich die Weltregierung gedacht hat, so langsam müssen wir uns ein System ausdenken, damit es ein besseres Gleichgewicht gibt, und dann so langsam kam auch das System in den Start. Während der Reverie wollte sich die Revolutionsarmee einschleichen, um eine Kriegserklärung gegen die Tenryubitos zu verkünden, um den finalen Krieg endlich starten zu lassen, den Oda schon so lange ankündigt. Und Freunde, ich bereue es, dass wir den einen Kampf nicht gesehen haben auf der Reverie, und zwar die Revolutionäre mit Sabo gemeinsam gegen die Admirale Fujitora und Green Bull. Allein Green Bull, seine Fähigkeiten konnten wir leider bisher noch nicht sehen. Er ist ein sehr interessanter Charakter, seine Silhouette ist ebenfalls sehr episch bisher gewesen, und deshalb hoffe ich, dass wir ihn so bald wie möglich sehen, vielleicht sogar schon auf Wano Kuni. Aber dieser Kampf ist höchstwahrscheinlich so ausgegangen, dass die Revolutionäre verloren haben. Laut den Berichten, die wir bisher bekommen haben, soll anscheinend sogar Sabo gestorben sein, was ich eher nicht glaube. Ich denke, das ist so ein Lockmittel für Dragon, dass dieser sozusagen aus der Reserve gelockt wird, seinen Standort verrät und vielleicht viel einfacher ausgeschaltet werden kann oder vielleicht selber nach Mary Joa kommt, damit ihn dort die Gorosei einfach fertig machen. Laut Blackbeard sollen die Revos einen sehr guten Kampf gegen zwei Admirale abgeliefert haben, und das ist auch normal so. Ich sage immer wieder, dass die Revolutionsarmee sehr gut ausgebildet wurde, und wenn man überlegt, dass Sabo mit Dragon und Kuma kämpfen konnte und sogar mit Ivankov während seines Trainings, kann man hier an der Stelle sagen, dass er höchstwahrscheinlich die beste Ausbildung in One Piece bisher genossen hat und natürlich sehr viel Potenzial besitzt. Der Grund, warum zum Beispiel Kid und Killer im Krieg auf Wano Kuni sogar sehr glänzen, ist, dass sie während des Times
Timeskips sehr viel Kampferfahrung gesammelt haben gegen die verschiedensten starken Gegner und deshalb können sie mit Ruffy und Zoro hier in dem Fall natürlich mithalten. Der Effekt von diesem Kampf gegen zwei Admirale ist, dass es eventuell zu einem wirklich schockierenden Ereignis gekommen ist. Vielleicht sind die zwei Admirale irgendwie so weit gegangen, dass sie sogar langsam über einen Seitenwechsel nachgedacht haben, weil wir wissen, Fujitora ist eigentlich im Inneren ein sehr guter Mensch und könnte eventuell im Kampf gegen die Revos gemerkt haben, dass vielleicht die Revolutionsarmee gute Ziele verfolgt und die Weltregierung nur Lügen über die Revolutionsarmee erzählt und vielleicht hat halt Green Bull dasselbe auch gemerkt und sie haben halt die ganze Sache mit den Revos vertuscht und so getan, als hätten sie Sabo umgebracht. Das würde ich halt wirklich sehr cool finden, wenn sich jetzt zwei Admirale auf die Seite der Revolutionsarmee stellen. Ansonsten ist der Effekt ganz klar. Ruffy wird erfahren, dass Sabo anscheinend gestorben ist und Kontakt mit Dragon aufnehmen. Der Kontakt wird definitiv entstehen und der finale Krieg wird sozusagen ausgelöst. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Offscreen-Kämpfe ihr denn noch richtig cool findet und was sie eventuell ausgelöst haben. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kurosuki One Piece.